Der Blick zur Nachbarin, ich bin verbunden mit Carolina Treffnerk in Jelena Gora. Schönen guten Tag, hallo. Hallo, guten Tag. Schön, dass Sie uns wieder mit ein paar aktuellen Informationen zur Verfügung stehen. In den letzten Tagen gab es ja Meldungen aus Schlesien, dass es dort eine erhöhte Anzahl von Infektionen mit dem Coronavirus gäbe, und zwar unter schlesischen Bergleuten, die dort in Gruben in der Steinkohle arbeiten. Und es ging das Gerücht um, dass die polnische Regierung womöglich darüber nachdenken würde, ganz Schlesien, sagen wir mal, abzusperren, unter Generalquarantäne zu stellen. Was wissen Sie Aktuelles? Das stimmt, was Sie gesagt haben, dass einige Kohlgruben in Schlesien vorläufig geschlossen sind. Und es wird auch bei uns offiziell berichtet, dass es derzeit ca. 5000 Menschen gibt, also Mitarbeiter und Familienmitglieder, die durch Corona infiziert sind. Das wird dann in allen Medien so rumgesprochen. Was aber nicht laut gesagt wird, ist die Tatsache, dass fast 90% dieser Fälle keine Symptome hatten. Also die wurden positiv getestet, aber die wussten auch, wie viele vielleicht von uns auch, sie wussten nicht, dass sie mit Corona infiziert sind. Es gibt dann auch noch andere Gerüchte, weil das auch weiterhin in Polen bekannt wurde, dass sich diese Bergleute auch den streikenden Unternehmen in Warschau anschließen wollten, die mit der gegenwärtigen Situation im Land unzufrieden sind. Und diesen Unternehmen wurde natürlich Hilfe während der Pandemie versprochen, aber in Wirklichkeit sind sie hauptsächlich auf sich selbst angewiesen jetzt aktuell. Ja. Und die Bergleute haben sehr gute Gewerkschaften und auch dann sehr gute Chancen, auf den Straßen auch für sich positiv zu verhandeln. Und jetzt haben sie fast alle Hausarrest bekommen und wurden mit ihren Familien der zweiwöchigen häuslichen Quarantäne unterzogen. Man kann sich natürlich hier die Frage stellen, na klar, die sind infiziert und die sollten klar zu Hause auch bleiben. Andererseits gibt es noch diese zweite Seite dieser Geschichte. Und noch zusätzlich unser Premierminister selbst behauptet, dass die Situation schon bereits unter Kontrolle ist, dass sogar ab dem 18.05., also ab heute, einige dieser stillgelegten Kohlgruben langsam wieder in Betrieb genommen werden könnten. Und noch zusätzlich darüber hinaus wird noch geredet zur Abschaffung der Maskenpflicht sogar auf der Straße, bis auf die geschlossenen Räumlichkeiten, Räume wie Geschäfte oder Ämter. Das wird jetzt in Betracht gezogen und Oberschlesien kann von dieser Ausnahme jetzt ausgenommen werden aufgrund dieser Corona-Fälle. Aber hier gibt es zwei Seiten von dieser Geschichte. Klar gibt es Menschen, die infiziert sind und man muss auf die Gesundheit auch achten und auf die anderen. Andererseits gibt es heftige Proteste in Warschau. Also ich glaube nicht, dass Schlesien dann komplett abgesondert wird als Sonderzone. Das glaube ich nicht. In Deutschland haben wir ja momentan sehr viele sogenannte Hygienedemos, wo Leute gegen die Maßnahmen der Regierung protestieren. Gibt es sowas bei Ihnen in Polen auch? Bei uns gibt es verschiedene Proteste jetzt. Also die größten beziehen sich natürlich auf die wirtschaftliche Lage, nicht nur in Polen, allgemein jetzt in Europa und auf der Welt. Weil die Menschen auch mit den Maßnahmen, die in den, also bei uns in unserem Land, aber auch in den jeweiligen Ländern getroffen wurden, nicht einverstanden sind. Es gibt natürlich auch im Internet Proteste gegen Maskenpflicht und so weiter, aber Proteste auf den Straßen, die beziehen sich eher auf die wirtschaftliche Lage jetzt. Ja. Wann werden denn, sage ich mal, Maßnahmen der Grenzöffnung in Aussicht gestellt? Gibt es da konkretere Aussagen? Denn das interessiert ja natürlich immer so die Bürger im Dreiländereck am allermeisten. Ja, klar, das ist auch für mich persönlich sehr, sehr interessant. Leider gibt es nach wie vor Kontrollen an der Grenze, aktuell offiziell bis zum 12. Juni. Das, was sich in der letzten Woche geändert hat, die Betreuer der polnischen Schulkinder zum Beispiel, die in Deutschland in die Schule gehen, dürfen die Kinder in dieser Schule begleiten.
Also bei der Verordnung hat man einfach die Betreuer vergessen. Also die Kinder durften in die Schule, aber ohne Mama und Papa. Und bei den Kleinkindern ist es eigentlich unmöglich. Also die Elternteile oder Eltern dürfen jetzt auch mit den Kids dann nach Deutschland in die Schule und zurück ohne Quarantäne. Und auch Ärzte und Pflegekräfte dürfen auch wieder in die Arbeit pendeln, auch ohne Quarantäne. Aber bis zum 12. gibt es keine Aussagen, auch wie nach dem 12. gehandelt wird. Offiziell bis zum 12. gibt es nach wie vor Grenzkontrollen und diese Quarantäne 14-tägige in Polen. Es gibt dann einige Ausnahmen, aber Ausnahmen sind Ausnahmen, offiziell Quarantäne und Kontrolle. Frau Treffner, dann ganz herzlichen Dank für die aktuellen Infos. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.